aber sei dir bitte sehr, sehr bewusst, jetzt geht's los. Work hard, get dough. I can't get no sleep. Oh, boah. Now's inside these shoes, so I don't stomp on tiptoe. Tschüss, bye, bye, haut rein und ciao. Think for what I have. I go hard, do what I need. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich im Aufzug in Berlin, treffe jetzt die Jungs, da gehen wir essen. Nef, du wieder am Arbeiten, oder? Ganz ehrlich, Jenny, ich kündige bei dir, ich kann nicht immer deine Videos herhalten als Darsteller. Ronison, lange ist es her. Lange ist es her. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Und weißt du, es gibt jetzt einen Moment. Ja? In dem musst du, warum bin ich so dumm, meine Jacke. Kommst du klar? Aber sei dir bitte sehr, sehr bewusst. Jetzt geht's los. Wo warst du gestern? Es ist losgegangen. Nach der anstrengenden Reise gab es erstmal lecker Essen von den Griechen. Den Griechen. Hast du es beim Griechen gemacht, das Essen? Buch mehr niemals als Kameramann. Ja! Er trägt bei zu meinem Roasting. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist Meth als Comedy-Kameramann zu buchen. Also wenn irgendein YouTuber da draußen einen Job hat, Dena, ruf mich an. Hast du gerade gesagt, dass Dena seine Videos übelst unlustig und scheiße sind? Oh. Kinos hat zu. Hat sich gelohnt, hä? Komplett, also du bist echt ein Kriegsbürger. Tschüss, Ivo, an der Stelle. Einmal bitte Untertitel, weil die hat so leise gesprochen, man hat nichts gehört. Ibero Fayoxe. Hinter mir befindet sich das neue Pop-Up-Store von Timeless. Und was Timeless ist, das erkläre ich euch jetzt. Timeless kauft exklusive Assets, die ein Wertsteigerungspotenzial haben bzw. bieten. Und über die App habt ihr natürlich die Möglichkeit, da mit zu investieren und bei deren Wertentwicklung zu partizipieren. Und bereits ab 50 Euro kann man schon investieren in Sachen wie Schuhe, Uhren, Oldtimer oder in Geschichte. Also falls einer da draußen keine 80.000 Euro kurz hat, der kann dennoch ab einem Wert von 50 Euro einen Anteil kaufen und ein Teil davon sein. Geil, oder? Ganz klassisch, mit einem leeren Glas. Verstehe nicht, warum die das Wasser hier reingießen abfüllen. Ist top, ja? Kannst geil an, ja? Ja, ja. Geil an, ist geiler. Gute Kollege von mir. Mega. Gute Kollege. Wirklich, top Laden hier. Jeden Donnerstag droppen neue Assets in der App. Wow. Es gibt auch unter anderem eine Trading-Funktion, bei der man die Anteile von anderen Usern bzw. Nutzern kaufen kann oder sie auch natürlich an andere Nutzer verkaufen kann, falls man den Drop-Tag verpasst hat. Wie geht's dir? Und kann sich ein Anteil an einem für die Community exklusiv reservierten Welcome-Asset sichern. Und ein Anteil an einem Welcome-Asset kostet nur 10 Euro. Und derzeit als Welcome-Asset gibt es die AP Royal Oak Dual Time und den Nike. Den Nike SB Dunk Low City Drop. Ich bin auch nur ein Mensch, ich kann mir nicht alles merken. Also, vergesst bitte nicht, unter dem Link deine 10 Euro Startguthaben abzusichern. Hast du getan? Hab ich getan. Perfekt. Ja, komm, hier, nimm mein Geld. Ganz ehrlich, du siehst einfach aus, als ob du gerade aus dem Knast kommst. Ich seh doch nicht kriminell aus. Was musst du machen, wenn er so vor dem Baum hier vorkommt? Du musst dann so... so ganz komisch. Wir sind hier auf dem Event von Spotify und da hält gleich Sascha eine Rede. Bist du eigentlich aufgeregt? Ja. Also wir performen heute die ersten 3 Songs vom Album. Geilste ist, die Leute denken noch, die kommen wegen so einem Podcast-Vortrag. Heute ist Konzert. Und so wie wir es mitbekommen haben, können wir denen Fragen stellen und Sascha muss sie beantworten. Seid ihr bitte sehr, sehr bewusst, wir stellen ihm auf jeden Fall eine unangenehme Frage. Max? Ja? Bist du aufgeregt? Nee. Nee? Machst du sowas öfters? Rede halten und sowas? Ja, wir halten auch keine Rede, ich stelle Fragen. Ich habe übel Bock, weil ich will euch unbedingt eine extrem unangenehme Frage stellen. Das ist scheiße. Ich will euch eine richtig unangenehme Frage stellen. Ich bin jetzt noch aufgeregt. Ein Gesicht, das noch nicht auf meinem Kanal zu sehen war. Das ist ein professionelles Gesicht vom Podcast Offline und Ehrlich. Kannst du die Melodie machen? Ja, haben wir ja nicht mehr. Doch. Aber wir haben den Künstler hier, den Sänger. Den Sänger. Ja, was wollt ihr haben? Ich will die Rockversion haben. Tschüss, bye, bye, haut rein und ciao. Es wird Zeit. Alter, Sascha, richtig professioneller Moderator geworden mit dem Teil hier am Ohr. Eigentlich ist es Mobbing Spendi gegenüber, weil die letzten Male, als Spendi immer dabei war, warst du immer ohne Mikrofon. Bei Jens seiner Show warst du auch da, aber ohne Oha. Mikrofon. Aber hier bin ich wenigstens keine Deko. Nein, ich bin aber dafür, dass sich eine Bewegung jetzt bildet für Spendi, die sich für deine Stimme einsetzt, weil du bist auch nur ein Junge mit einem Traum. Ich bin auch nur ein Junge mit einem Traum. Geil, super gesagt. Dann bist du die Bühne gemacht. Nee. Sag auf der Bühne. Das Spotify-Event war nice. Sascha, was meinst du? Ich könnte eigentlich auch so einen Spotify-Podcast starten, oder? Natürlich. Ich hätte richtig viel zu erzählen.
natürlich, was soll ich sagen? Also an alle Kollegen da draußen, falls jemand Bock hat, einen Podcast zu erstellen oder zu beginnen, ich bin zu haben. Ey Max, ich muss wirklich eine Sache sagen. Im vorletzten Podcast war ich wirklich während der Autofahrt sehr, sehr enttäuscht. Warum? Warum? Du hast erzählt, du hast über den Boxkampf-Event geredet. Ja. Und dann hast du gesagt, dass dir eine Sache sehr peinlich war. Ja. Dass du Leuten Komplimente gemacht hast. Ja. Und ich war einer von denen. Oh nein! Oh, ey, das war vor ihm. Wie fühlst du dich? Das ist mich chillig. Wir haben nur ein Problem. Ja. So wie es Kuchen gerade auf die Straße ging, so geht es mir in einer Dreiviertelstunde. Pack ein. Wir gehen. Wir gehen. Ihm geht's, glaube ich, nicht so gut. Du musst nachher aufs Klo. Aber das Gute ist auch, dass wenn ich aufs Klo muss, dass es Dinge gibt wie Kopfhörer. Ist mal Retalk. Macht ihr das auch so? Nein. Nicht? Nein. Ich mach zwar keinen Kopfhörer, aber ich sag zu Ayla, du machst den Fernseher so laut, ich mach die Wohnungstür zu, ich mach nur Türe zu und dann gehe ich. Und es kann sein, und ich schwöre, das ist kein Geschwätz, manchmal schicke ich sie auch spazieren gehen. Und ich dachte so, oha, was, das ist ein übelstes Kompliment. Ja? Und dann auf einmal sagst du einfach im Podcast, dass es dir übel peinlich ist, dass du Scheiße gelabert hast. Nee, scheiße jetzt nicht. Ist immer Wodka E, ist immer mit Energy. Es ist die Energy, dann wird es komisch irgendwie. Also bin ich nicht mehr dein Top 5 Creator. Doch. Ja, wahrscheinlich. Ey, deine Vlogs, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ich finde es safe. Wer macht denn noch geile Vlogs? Ich guck, keiner macht Vlogs. Wer macht richtig, wer macht geile Vlogs? Latte macht geil. Ja, so, der hat jetzt wieder angefangen, Leute. Gut, eins. Nico macht auch coole. Ja, gut, steht auch noch. Und da bin ich raus. Guck, das musst du der Top 5 sein. Oh. Jetzt mal die Frage an dich, wo hast du denn investiert? Mach dann einfach dein Video weiter. Ja, ich hab gesehen, der Cut wurde abgesnitcht. Sag doch mal. Damit du es mir nachscripten kannst. Ja. Richtig. Ich habe einen Geheimtipp für dich. Ja. Siehst du den Baum da drüben? Ja. Nein, da hast du nicht investiert. Ich bin die Natur. An deine zukünftigen Enkel hast du investiert. Ich habe nur an meine Enkel investiert. Und natürlich, Leute, denkt dran, 8.05. Archivsale bei... Hola Kelelius. Bei der Marke kauft nicht ein, sorry. Dann lass es lieber, Leute. Donauwall in real life. Aber warum seht ihr gerade gleich aus eigentlich? Wir waren damals Nebensitzer in der Grundschule. Ja? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie heißt der? Peter. Peter. Hm? Nachname? Zwigger. Okay, deswegen auch hier, oder? Hm. Aufgebaut, Bruder. Oh, man schaut das Sixpack. Boah, der hat echt Sixpack. Hm? Lass mal Pipi-Check machen. Boah, das geht bei dir. Ich will gar nichts mehr sagen. Achso, das war's dann mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wie immer. Hinterlasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Okay, cool. Das ist so gut. Ja.